Liebe Leute, viele Tausende, in der Mehrzahl Frauen, Kinder und alte Leute, mussten im Bombenregen der angloamerikanischen Flugzeuge ihr Leben lassen, zu einem Zeitpunkt, da der Nazikrieg bereits sein Ende erreicht hatte. Dieser aus heutiger Sicht harmlos wirkende Satz in einer Glosse in der Sächsischen Zeitung vom 13. Februar 1948 versetzt uns mitten hinein in einen historischen Umschlagspunkt. Es geht um das Gedenken an die Dresdner Bombennacht 3 Jahre zuvor. Und es geht um die Deutungen dieses Ereignisses. Einerseits wird in dem Artikel darauf hingewiesen, dass der Zweite Weltkrieg von Hitler provoziert und von den faschistischen Verbrechern in andere Länder getragen wurde, womit sie die eigentlich Schuldigen an der Katastrophe von Dresden waren. Damit folgte der Autor der offiziellen Versionen der SPZ nach dem Ende des Krieges. Von Seiten der sowjetischen Besatzungsmacht gab es noch kein Interesse an einer öffentlichen Konfrontation mit den westlichen Alliierten. Vielmehr funktionalisierte man die Dresdner Katastrophe als Projektionsfläche, um die Schuld der Nazi-Verbrecher zu illustrieren. Die Zerstörung der Stadt schrieb man öffentlich der Verantwortung von Nazi-Kriegstreibern, allen voran dem NSDAP-Gauleiter Martin Mutschmann, zu. Das brachte zumal einen propagandistisch-symbolischen Gewinn. Wenn die Zerstörung die Schuld der Faschisten war, dann war doch der Wiederaufbau eine Aufgabe mit originär antifaschistischem Impetus. Andererseits jedoch werden in dem hier zitierten Satz mit den Angloamerikanern zum ersten Mal nach dem Kriegsende die Ausführenden der Zerstörung wieder genannt. Und nicht nur das. Durch den Verweis auf die Opfer, Frauen, Kinder und Alte, zeichnet der Verfasser ein Bild von Dresden als Stadt ohne Täter. Außerdem hätte der Krieg seinerzeit, also im Februar 1945, bereits sein Ende erreicht. Dresden als unschuldige Stadt, die sinnlos zerstört wurde. Obwohl man es besser wissen musste, redete man damit anlässlich des 3. Jahrestages einer in der Bevölkerung festgefügten apologetischen Vorstellung das Wort. Dieser Geisteswandel verweist auf größere außenpolitische Zusammenhänge. Das vorangegangene Jahr 1947 bildete einen Markstein für das ohnehin volatile Verhältnis zwischen den Siegermächten. Mit der Truman-Doktrin und vor allem dem Marshallplan hatte sich der Ton zwischen der Sowjetunion und den westlichen Alliierten verschärft. Im Zuge der zunehmenden Interessenskonflikte und des vertieften Zerwürfnisses wurden in der SPZ neue Deutungen auch der Ereignisse des Zweiten Weltkrieges attraktiv. War diesbezüglich von Beginn der SED-Herrschaft an keine öffentliche Debatte, sondern ein parteioffizieller Diskurs vorherrschend, diente dieser nun mehr denn je der polemischen Abgrenzung vom Westen. So brachte das Jahr 1948 insbesondere die verbindliche Geschichtsdeutung vom gemeinsamen Kampf der 4 Alliierten gegen Hitler-Deutschland seitens der sowjetischen und der SED-Propaganda ins Wanken. Einzig die Sowjetunion habe immer und konsequent gegen den Nationalsozialismus gekämpft. Großbritannien und die USA hätten Hitler sogar zunächst unterstützt, um den sowjetischen Einfluss zurückzudrängen. Von dieser Unterstellung aus war es nur noch ein Schritt für den Kreisvorsitzenden der Dresdner SED, Kurt Liebermann, bei einer Rede am 13. Februar 1949 mit dem Erklärungsansatz aufzuwarten, dass es ihnen bei der Zerschlagung Dresdens lediglich um Zerstörungen in der künftigen sowjetischen Zone gegangen sei. Dabei schreckte er nicht vor einer Gleichsetzung der Amerikaner mit Hitler zurück. Beide seien skrupellos bereit gewesen, Frauen und Kinder zu morden, ganze Städte auszubrennen, wenn es nur gilt, sowjetisches Gebiet zu schädigen. Im Westen würden nun die Besatzungsmächte und deren deutsche Ja-Sager einen neuen 13. Februar vorbereiten. Im Namen seiner Stadt klagte gleichermaßen der Dresdner Oberbürgermeister Walter Weidauer die verbrecherischen Kriegshetzer in den angelsächsischen Ländern an, die nur gar zu gern und möglichst bald, wenn sie die Kraft besäßen, die Welt in einen neuen Krieg stürzen möchten. In diesem Artikel für das neue Deutschland behauptete er überdies, dass sich der Bombenangriff ausschließlich gegen die Wohn- und Geschäftsviertel richtete, während militärische Anlagen vollkommen ungeschoren blieben. Indem er diesem Umstand auch noch gegenüberstellte, dass die Sowjetarmee niemals, auch nicht ein einziges Mal in diesen 4-jährigen schweren und opferreichen Kämpfen, ihre militärischen Machtmittel gegen die Zivilbevölkerung Deutschlands anwandte, stellte er die Bombardierung umso deutlicher als einen Akt der Rache und Vergeltung dar.
der bereits in einigen Reden zum ersten Jahrestag des Luftangriffs 1946 an den offiziellen Instruktionen vorbei zur Sprache gebrachte Fakt, dass es nicht die Rote Armee war, die die zivile Bevölkerung in den Städten und Dörfern mit Bomben belegte, erntete schon damals lebhaften Applaus, der primär wohl weniger den Sowjets als der darin implizierten Anklage gegen die Westalliierten galt. Dass das neue Deutschland Weidauers Bericht auch noch mit Fotografien eines Leichenberges und einer Stadtansicht aus der Vogelperspektive mit der Unterschrift Dresden das Werk einer maßlosen Zerstörung illustrierte, dürfte derlei Aversionen, gerade bei jenen, die außerhalb Dresdens lebten und sich persönlich von der Zerstörung kein Bild machen konnten, optisch noch einmal bestärkt haben. Das Labeling der angeblich grundlosen Bombardierung der Zivilbevölkerung als Verbrechen und die erwähnte Gleichsetzung der amerikanischen mit der NS-deutschen Kriegsführung bildeten in der SBZ einen vorläufigen Scheitelpunkt der propagandistischen Aufarbeitung des Bombenkrieges. Es sollte mit Hilfe des historischen Beispiels die Kontinuität aggressiver antisowjetischer Maßnahmen der, wie Weidauer sie nennt, verbrecherischen Kriegshetzer im Westen verdeutlicht werden. Dass diese nun einen neuen Krieg vorbereiten würden, evoziert beim Dresdner Auditorium all die furchtbaren Erinnerungen an den 13. Februar und rückt sie wieder in greifbare Nähe. Doch wo schwarz ist, da ist auch weiß. Oder anders gesagt, der westlichen Bedrohung steht die sowjetische Schutzmacht kämpferisch und voller Tatendrang entgegen. Weidauer resümierte daher, wenn man so will, kraftvoll: Der 13. Februar zeige die Notwendigkeit, mit aller Entschlossenheit die friedliebenden, demokratischen und antiimperialistischen Kräfte der Welt im Kampf gegen Kriegshetze und Atombombenpolitik zu unterstützen und die Maßnahmen zur Demokratisierung unseres Lebens mehr denn je in den Mittelpunkt unserer Arbeit zu stellen. Und weiter: Jeder Erfolg auf diesem Wege bedeutet die Festigung des unter der Führung der Sowjetunion stehenden demokratisch-antiimperialistischen Lagers der fortschrittlichen Menschheit der ganzen Welt. Auffällig in diesem Zitat ist der häufige Einsatz des Schlagworts demokratisch bzw. Demokratisierung, welches man für sich selbst in Anspruch nimmt. Politolinguistisch handelt es sich dabei um ein sogenanntes Hochwertwort, also einen positiv bewerteten Ausdruck, der einen zentralen Wert einer Gesellschaft, einen Grundwert nennt und, wie Rolf Bachem mal das formuliert hat, einen Heilsbotschaftscharakter besitzt. Man könnte auch sagen, der über eine deontische Bedeutung verfügt. Hochwertwörter gelten sozial und zeitlich übergreifend. Das heißt, sie sind zum einen allseits anerkannt. Manfred Kempfert bezeichnet sie zum anderen als perennierende Schlagwörter, also als ausdauernde. Sie leben, wie in dieser Übersicht von Burkhardt deutlich wird, von ihrer Überparteilichkeit, die sie grundsätzlich dem Verdacht entzieht, Teil einer bestimmten Ideologie zu sein. Es handelt sich, so Thomas Nier, um Wörter, die in einer Gesellschaft vordergründig gar nicht umstritten sind, was man daran erkennt, dass sich alle Gruppierungen vorbehaltlos für das mit einem solchen Wort verbundene Programm aussprechen. Strukturalistisch betrachtet haben wir es dabei aber lediglich mit der Ausdrucksseite sprachlicher Zeichen zu tun. Wie das Programm aussieht, also welches Konzept dahinter steht, ist häufig diffus. Wer kommunikative Macht erlangen will, also mit einer Patzelt gesprochen jene Begriffe prägen, anhand derer erörtert wird, was durchgesetzt oder verhindert werden soll, der muss solche Wörter möglichst persuasiv in seine eigene politische Kommunikation einbinden, eng mit der eigenen Agenda verknüpfen und konnotieren und auf diesem Wege mit einer ideologisch affizierten Bedeutung aufladen. Dadurch, dass Hochwertwörter einen Vorschuss an positiver Bewertung mit sich bringen, bestehen gute Chancen, auf einem solchen lexikalischen Ticket ein politisches Programm durchzusetzen. Hellmann hat entsprechend zwei unterschiedliche Verwendungsweisen und sich daraus ergebende Bedeutungsaufladungen zwischen Bundesrepublik und SBZ bzw. DDR ausgemacht. Eine bürgerlich-demokratische Auffassung, nach der demokratisch von den Betroffenen legitimiert bedeutet, der die marxistisch-leninistische Auffassung als den Sozialismus fördernd gegenübersteht. Interessant ist dabei, welche Antonyme diese beiden Bedeutungen aufweisen. Gemein ist ihnen undemokratisch, antidemokratisch, faschistisch oder nationalsozialistisch, was auf die beiderseitige Abgrenzung zum NS verweist. Während der bundesrepublikanischen Definition von demokratisch, nun aber mit kommunistisch,
und den von einer konkreten Weltanschauung losgelösten Attributen autoritär, extremistisch, totalitär ein weites Feld an politisch extremen Dispositionen entgegengesetzt wird, sind es nach der sozialistischen Anschauung vor allem kapitalistisch, imperialistisch und westlich. Solche konträren Bedeutungsrelationen werden ganz bewusst im Sprachgebrauch der SBZ und DDR platziert. Viktor Klemperer berichtet seinem Tagebuch am Abend des 12. Februar 1947 von der zweiten Landesdelegiertenkonferenz der SED Sachsen, an der er selbst teilnahm: Heute habe ich Schlagworte gelernt, die neue Reihe. Wir schaffen hier die reale Demokratie als Gegenspiel zur verlogenen Demokratie, der monopolkapitalistischen des Westens, als Vorstufe der sozialistischen Republik. Wir haben keinen Staatskapitalismus, denn es gibt keine Großkapitalisten, denen der Staat gehört. Klemperer, über dessen Biografie ich hier, denke ich, nichts sagen muss, äußert sich metasprachlich distanziert über die Bemühungen seitens der Parteiführung, bestimmte formelhafte Ausdrücke artifiziell zu prägen und zu etablieren und durch solche bisweilen ziemlich monströsen Begriffsverankerungen die politische Wahrnehmung der Menschen top-down zu steuern. Ausgerechnet er, Klemperer, der doch als Philologe eigentlich über Sprache vollständig im Bilde ist, hätte zum wiederholten Male Wörter gelernt bekommen. Eine spöttische Kommentierung der dirigistischen Sprachlenkung, die er als SED-Mitglied, freilich ohne es offen zu bekunden, anscheinend kritisch sieht, jedoch aber typisch für die Sprache des SED-Regimes war. Dieser politische Sprachstil, so schreibt Peter von Polenz in seiner dreibändigen deutschen Sprachgeschichte, förderte auf der einen Seite viele semantische Differenzierungen in Oppositionspaaren, auf der anderen Seite wurde mit dieser sprachlichen Meinungssteuerung das Denken dualistisch festgelegt auf unausweichliche Entscheidungen nach Freund und Feind, fortschrittlich und reaktionär, gut und schlecht, auf ganz bestimmte Wortbedeutungen nach dem dogmatisierten Marxismus-Leninismus, der jeweiligen Parteidoktrinen und den Erfordernissen des Prosowjetismus. Ein weiteres Beispiel, in dem die westliche Auffassung von Demokratie in Verruf gebracht wird, bietet dieser Auszug aus einer Denkschrift über die Notwendigkeit einer sofortigen Intensivierung unserer Presse- und Propagandaarbeit in den Westzonen, die der marxistische Philosoph Wolfgang Harich als Mitglied der Kulturabteilung der täglichen Rundschau am 8. Juli 1948 ans Zentralsekretariat der SED verschickte. In den westlichen Besatzungszonen wird darin eine bürgerlich-kapitalistische Demokratie ausgemacht. Dabei werden die Begriffe kapitalistisch, Kapitalismus und Kapitalist hier deutlich negativ konnotiert. Etwa durch die Kokohrenz mit Stigmawörtern wie Restauration und Klassenherrschaft wird versucht, den Kapitalismus selbst zu stigmatisieren. Auf Grundlage der Bezichtigung, dieser sei Ursache für den NS gewesen, wird durch eine solche Wortwahl suggeriert, mit dem westlichen Kapitalismus sei gleichsam die Reinkarnation des Faschismus verbunden. Dieser antifaschistische Antikapitalismus, so der Politikwissenschaftler Fabian Fischer, missbraucht legitime Kritik am Faschismus als Vehikel zur Kommunikation antikapitalistischer Ideologeme. Auch Komposita wie Monopolkapitalisten, genauso Dollarimperialismus in der letzten Zeile, ein Kampfbegriff mit einer gewissen marxistischen Tradition, solche Komposita sollen auf eine dem Kapitalismus angeblich innewohnende Gewinnsucht auf Kosten von Menschen, man könnte auch konkret sagen, auf Kosten des deutschen Volkes verweisen. All dies wird letztlich immer wieder auf Amerika zurückgeführt. Der Westblock sei amerikanisch bemuttert und die besagten Monopolkapitalisten, an die er gegebenenfalls verschachert werden soll, seien natürlich amerikanische Monopolkapitalisten. Die Chimäre von den Amerikanern als menschenverachtende, gierige, gleichsam raubtierhafte Expansionisten und Imperialisten wird durch solche Attribute genährt, da diese Formulierungen in einem sehr hohen Maße apodiktisch sind. Also das ist was anderes, als wenn ich sage, die Amerikaner sind Monopolkapitalisten, dann vollziehe ich sprechakttheoretisch mit Searle einen assertiven oder repräsentativen Sprechakt. Also ich treffe eine Aussage, aber es kann sein, jemand kommt und sagt, nee, das stimmt aber nicht, dann steht es wieder unentschieden. Sondern das hier sind sogenannte konventionelle Implikaturen. Wenn ich sage,
amerikanische Monopolkapitalisten, dann wird schon impliziert, dass Amerikaner Monopolkapitalisten sind. Also solche konventionelle Implikaturen, sagt man, sind assertorisch inert. Das heißt, sie sind vor der Hand zumindest unkontrovers. Das heißt, sie können nicht direkt verneint werden, sondern nur auf einem höheren metasprachlichen Niveau, das aber natürlich in solchen Reden überhaupt nicht vorgesehen ist oder in solchen Beiträgen überhaupt nicht möglich ist. Das mag jetzt sehr durchintellektualisiert klingen, aber genau so funktioniert Ideologie. Durch solche negativen Rahmungen wird auch amerikanisch letzten Endes zu einem Stigma-Wort transformiert. Das heißt in der Konsequenz, alle möglichen Äußerungen über irgendetwas, das mit den USA in Verbindung steht und seien es Profanitäten wie Lebensmittel oder Musik oder das Wetter, in denen man eben zwangsläufig das Adjektiv amerikanisch gebraucht, um sie auszudrücken, weil es gar nicht anders geht, auch wenn sie überhaupt nicht im engeren Sinne ideologisch gemeint sind, werden durch solchen Wortgebrauch ideologisiert und politisiert. Damit war das Fundament für den ubiquitären Anti-Amerikanismus in der DDR-Propaganda gelegt. So wurde der Jahrestag des Luftangriffs auf Dresden ab 1950 zu einer breit angelegten öffentlichen Kampagne gegen die angloamerikanischen Kriegstreiber funktionalisiert, die überlokalen Charakter annahmen. Das zu diesem Anlass zentrale Gebäude in Dresden mit Transparenten, mit Parolen wie "Wir hassen die amerikanischen Kriegstreiber, die Mörder Dresdens" versehen wurden, dass die kolportierte Zahl der Todesopfer dabei bisweilen in die Hunderttausenden ging, dass 1943 der stellvertretende DDR-Ministerpräsident Lothar Bolz anlässlich des Gedenkens die Verwandtschaft zwischen Hakenkreuz und Dollarzeichen, so das Zitat, entdeckte. All das war nur die Spitze der politischen Instrumentalisierung, die den Charakter einer andächtigen Trauerveranstaltung vollkommen mit Mechanismen der Feindbildpflege überwölbte. Am Fall Dresdens zeigt sich exemplarisch die anti-amerikanische Indoktrination, die einen amerikanischen Imperialismus postulierte, der dem Faschismus in nichts nachstehe. Sie erschien als politischer und ökonomischer Antiliberalismus in Gestalt eines marxistisch begründeten Antikapitalismus und Antiimperialismus. Insofern mit der Ablehnung des Westens und einer feindlichen Gesinnung besonders gegenüber den USA notwendigerweise das eigene politische und kulturelle als überlegen beansprucht wurde, war dieser Anti-Amerikanismus stets auch nationalistisch grundiert. Die solchermaßen, auch beispielsweise in Belletristik oder Filmen, vermittelten Amerika-Bilder waren trotz des zu berücksichtigenden Faktors ihrer differenzierten privaten Aneignung prägend für die öffentliche Meinung in der DDR und haben sie schlechterdings überlebt. Im Gründungsmanifest für eine antikapitalistische Linke vom März 2006 werden unverhohlen anti-westliche bzw. anti-amerikanische Verschwörungstheorien bedient. US-amerikanische und westeuropäische Konzerne, so heißt es unter Punkt 7 der darin aufgestellten Forderungen, würden von, so der hämische Ausdruck, Kriegsabenteuern profitieren und deren Vorbereitung daher vorantreiben. Diese vom BFV als verfassungsfeindlich eingestufte antikapitalistische Linke ist seit 2012 als Bundesarbeitsgemeinschaft in der Partei Die Linke organisiert. Dass mit Thüringen im Jahr 2019 in einem ostdeutschen Bundesland jene mit demokratischen Prinzipien offenkundig auf Kriegsfuß stehende Partei, in der es offen linksextremistische Strömungen gibt, eine relative Mehrheit bei der Stimmen bei einer Wahl zum Landesparlament erhielt, dürfte als einen von vielen Gründen auch die von ihrer Seite betriebene Feindbildpflege gegenüber westlichen Demokratien haben, die auf fruchtbaren Boden gestoßen ist. Dasselbe gilt freilich auch für die überdurchschnittlich hohen Wahlergebnisse der AfD, die inzwischen ganz ähnliche Ressentiments verbreitet. Diese antiwestlichen Narrative wurden nicht erst in der DDR, sondern wie gezeigt auch schon maßgeblich in der SPZ geprägt, wo ein virulenter Anti-Amerikanismus frühzeitig elementarer Bestandteil insbesondere der Gedenkkultur war. Der Politikwissenschaftler Steffen Ahlisch stellte bereits 2016 fest, dass in den neuen Ländern nicht wenige Journalisten ebenso wie manche Lehrer alte antidemokratische und antiwestliche Überzeugungen im neuen Gewand verbreiteten. Anti-Amerikanismus von Seiten der Partei, die sich selbst als Rechtsnachfolgerin der SED bezeichnet, wie ihn auch das hier angeführte Beispiel aus dem vergangenen Monat verdeutlicht,
ist zumindest in Teilen Deutschlands nach wie vor gesellschaftlich anschlussfähig. Ohne an dieser Stelle in aktuelle politische Debatten eingreifen zu wollen, ist hier noch einmal abschließend aus der Arbeit des Chemnitzer Politikwissenschaftlers Fabian Fischer zu zitieren. Er schreibt, dass ausgerechnet die älteste durchgängig intakte Demokratie der Welt die Zielscheibe der Abwehrideologie bildet, indiziert die darin enthaltene Geringschätzung demokratischer Grundwerte. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.